Was geht ab, Freunde, und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. Und heute geht es darum, wieso ich fast kein FIFA mehr spiele. Alle, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass ich sehr, sehr viel FIFA-Content gebracht habe und auch gerne FIFA gespielt habe. Aber das hat sich einfach in den letzten Monaten und Wochen so drastisch geändert, dass ich einfach drüber reden will. Ich habe da einfach insgesamt mal drei Gründe rausgesucht, wieso ich einfach nicht mehr so gern FIFA spiele. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir auch in die Kommentare schreiben kannst, wieso du eventuell kein FIFA mehr spielst, beziehungsweise weniger FIFA spielst. Natürlich gibt es viele Leute, die das noch ganz, ganz gerne spielen, und das finde ich auch gut so. Allerdings geht das Ganze schon eher in die Richtung, dass FIFA leider im Moment irgendwie den Reiz verloren hat. Auf Instagram habe ich dazu ja auch eine kurze Umfrage gemacht, und ganz, ganz viele Leute haben mir sehr viele interessante Gründe dazu mitgebracht, wieso sie eben kein FIFA mehr spielen. Ja, ich möchte euch jetzt einfach aus meiner Sicht erklären, wieso ich weniger FIFA spiele. Und das ist zum einen mal deswegen, weil die Weekend League einfach viel zu lange ist. 40 Spiele, das schafft man einfach nicht mehr, finde ich. Also das sind über 12, 13 Stunden Spielzeit, reine Spielzeit. Und man hängt ja auch oft im Menü herum, baut sein Team um, muss Team-Fitnesskarten kaufen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist nicht nur das Gameplay. Insgesamt locker 14 Stunden kann man rechnen für eine Weekend League. Für eine Weekend League. Und dafür hat man 3 Tage Zeit, allerdings Freitagabend zum Beispiel, ich habe da Match, das heißt Freitagabend wird für mich nichts mehr, dann mache ich danach vielleicht noch was und dann habe ich eigentlich nur noch Samstag, Sonntag. So, an einem von den beiden Tagen will ich auch etwas anderes machen außer FIFA spielen, das heißt mir bleibt eigentlich nur noch ein Tag übrig und da muss ich dann eben den ganzen Tag von früh bis spät zocken und da muss ich dann zocken, damit die Weekend League überhaupt Sinn macht. Denn wenn ich nur 15 Spiele mache, dann habe ich nichts davon, ich habe keine guten Belohnungen, ich habe keine nennenswerte Statistik oder sonst was. Ist einfach nur komplett unnötig dann. Deswegen wäre mein Vorschlag ganz klar, die Weekend League einfach auf 20 Spiele oder 25 Spiele zu reduzieren und dadurch würden ganz, ganz viele Leute wieder mehr FIFA spielen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also wirklich, ganz viele Leute, fuckt das einfach unfassbar ab, dass es so viele Spiele sind und dass es so zeitaufwendig ist. Wenn man da das Ganze einfach ein bisschen reduziert, dann ist da auf jeden Fall wieder was drinnen. So, als zweiten Grund habe ich mir aufgeschrieben, dass Pay-to-Win einfach unfassbar abfuckt nach der Zeit. Das ist bei mir zwar gar nicht so krass der Fall, also natürlich ist es belastend, wenn du jetzt gegen Pelé, Maradona und Ronaldo Icon spielen musst, aber ich persönlich habe dagegen nicht immer Probleme, aber halt auch trotzdem manchmal. Und da denke ich mir dann auch nur so, wieso ist ein Spieler, der 3000 Euro in das Spiel investiert, dadurch so im Vorteil, dass ich, wenn ich eigentlich nur 100 Euro investiert habe, was ja auch verdammt viel ist, wieso ist der dann im Vorteil, so krass im Vorteil? Wieso habe ich so einen krassen Nachteil? Das ist einfach, finde ich, nicht fair und ich finde, das Ganze sollte eher weniger auf Pay-to-Win umgeschalten werden. Natürlich, EA macht verdammt viel Geld dadurch und es ist für sie auch okay, wenn ein paar Spieler abspringen. Auf Dauer wird das so nicht mehr weitergehen, denn ganz, ganz viele Leute sind davon einfach unfassbar genervt und ich halt eben auch. Es ist einfach blöd, wenn du mit einem normalen Team gegen ein richtig krankes Team spielst. Zum Beispiel, wenn ich da auch die ganzen Leute immer sehe, die einfach, keine Ahnung, jetzt auch nur Sané Player of the Month machen. Der kostet sau viele Coins, Mann. Diese ganzen Coins, wenn man sich die wirklich erspielt, dann spielt man Tag für Tag FIFA, dass man an diese Coins eben rankommt. Und das finde ich einfach nicht fair. Ich finde, man sollte viel mehr Möglichkeiten anbieten, um eben an Coins zu kommen, ohne wirklich echtes Geld ausgeben zu müssen. Denn das ist einfach in Fortnite sowas von 100.000 Mal besser geregelt. Dort kann man sich nicht besser kaufen. Man kann sich Skins kaufen. Ja, das ist für Spielerlebnis geil, aber es macht dich nicht besser. Und das ist der entscheidende Punkt. Okay, beim letzten Punkt geht es jetzt nochmal um das Gameplay und zwar genauer gesehen um das Momentum. Das Momentum existiert natürlich im echten Fußball auch. Das ist mir und euch hoffentlich auch bewusst. Es ist oft so, dass Mannschaften gewinnen, die es eigentlich nicht verdient haben. Aber in FIFA ist es dann doch eher so, dass das auch eine wirtschaftliche und eine finanzielle Hintergrundgeschichte hat, würde ich mal sagen. Denn wenn ein kleiner Junge, sagen wir jetzt einfach mal, FIFA beginnt und der 100 Online-Spiele macht und natürlich noch komplett scheiße ist, weil er einfach kein FIFA spielen kann, er hat es überhaupt nicht raus und jeder der 100 Gegner ist besser als er, dann wird dieser kleine Junge trotzdem circa, sagen wir, 5 Spiele gewinnen. Denn wenn der immer verliert, ja, der beginnt das Spiel, spielt direkt online und so, und wenn der immer verliert, dann verliert er auch die Lust am Spiel und das will EA nicht. Für die ist natürlich dieser kleine Junge ein sehr, sehr potenzieller, späterer Geldausgeber. Ja? Der wird sich später mal FIFA-Points kaufen, der wird sich da rein trainieren in das Spiel und dann irgendwann ist er so gut wie die anderen. Aber damit er eben diese Lust nicht verliert am Anfang,
werden ihm eben auch Siege geschenkt. Und das ist der einzige wahre Grund, wieso eigentlich Momentum in FIFA drinnen ist. Natürlich ist es auch ein Grund, dass es in echt halt auch existiert. Momentum gibt es einfach, aber es hat so eine motherfucking wirtschaftliche Hintergrundgeschichte, das Ganze, dass es Momentum so krass in FIFA gibt und dass es so heftig einschlägt. Also ja, die Erklärung war jetzt eh ziemlich logisch, denke ich. Und ja, das ist einfach der Grund, wieso EA so stark Momentum reinhaut. Und das will ich natürlich nicht. Und das wollt ihr, denke ich, auch nicht. Und da müssen sie eigentlich auch was ändern. Aber da bleibt dann natürlich wieder weniger Geld für EA. Und EA ist eigentlich schon ein ziemlich geldbezogener Konzern. Das sieht man einfach am Konzept des Spiels. Das ist nämlich bei Fortnite eher nicht so, muss man schon ganz ehrlich sagen. Auch wenn immer jeder sagt, ja, EA, die sind so geldgeil und so. Geldgeil würde ich nicht sagen, aber sie sind schon eher auf das Money fixiert. Aber ja, das soll auch jeder Firma selber überlassen sein. Es soll nur die Möglichkeit geben, auch ohne Geld und ohne irgendwas wirklich weiterzukommen. Und eben das Momentum sollte auch wesentlich minimiert werden. Ja, okay, Freunde, das war's auch schon mit dem heutigen Video. Falls es dir gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Schreib mir in die Kommentare, was du von dem Ganzen hältst. Wieso spielst du kein FIFA mehr? Was ist da so dein Grund? Also ja, ich bin einfach ein bisschen traurig, muss ich ehrlich sagen. FIFA war immer ein Spiel, was ich super gerne gespielt habe. Ich habe es sehr, sehr oft gespielt und ich habe es einfach richtig abgefeiert. Aber irgendwie fehlt der Reiz. Irgendwie fehlt komplett der Bezug zum Spiel, würde ich mal sagen. Es ist nicht so, dass ich gar kein FIFA mehr spiele oder dass ich es komplett ungerne spiele. Also zum Team of the Season werde ich sicherlich wieder zocken. Aber im Moment fehlt mir einfach der Reiz und so. Und ja, das wollte ich gesagt haben. Dann bin ich raus, Jungs. Habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und